So, ich nehme hier von meinem Laptop auf. Bin gerade im Bett. Ist gerade ein bisschen entspannter bei mir. Das heutige Video soll über drei kurze Themen gehen. Genau, in die Kamera gucken. Ich klebe hier sonst die Kamera immer zu. Wegen, weil, wie nennt man das, Verfolgungswahn und so. Wenn es nicht aufspielen wird. Einmal nochmal kurz was zum Thema Kalorien erzähle ich. Dann soll es um Food Combining gehen, wie man Obst, Gemüse und auch gekochte Stärke, wie man das kombinieren kann, welche Kombinationen fatal sind und welche Kombinationen okay sind. Und dann soll es noch gehen um die sogenannten Clean 15 und Dirty Dozens. Das sind jeweils eine zusammengefasste Gruppe von Obst- und Gemüselebensmitteln, die konventionell angebaut sind, aber im Falle der Clean 15 eben nicht also nachweislich nicht belastet sind mit Chemikalien und Pestiziden, also allgemein Chemikalien, die zwar in Rückständen gemessen werden, aber diese Rückstände wirklich sehr gering sind. Nicht nur knapp unter den Richtwerten, sondern wirklich sehr gering und auch sehr wenige sind. Dann fange ich doch gleich damit an, weil ich gerade schon jetzt so drin bin. Und zwar werden im Falle der Ananas zum Beispiel, was zu den Clean 15 gezählt wird, werden vier Chemikalien in Rückständen in der Frucht selbst nachgewiesen. Das meiste ist wirklich an der Schale. Man sollte die Schale also wirklich komplett abhaben. Und im Falle von anderem Obst sollte man die auch schälen, bei den Clean 15. Und bei anderem konventionellen Obst, was zu den Dirty Dozens gehört, ist es nämlich so, dass über 50 Chemikalien drin gefunden werden. Nicht nur in Rückständen, sondern voll drin sind in dem Fruchtfleisch. Und die sind zwar auch alle unter den Richtwerten, aber dieser Cocktail aus 60 verschiedenen, der Richtwert bezieht sich nämlich immer nur auf diese eine jeweilige Chemikalie, ob wann die giftig ist und oder schädlich ist, und nicht auf diesen Cocktail von verschiedenen Chemikalien. Und das sind halt wirklich über 50, und deswegen würde ich davon immer Bio kaufen. Aber, und ich habe es auch wirklich gemerkt bei zum Beispiel Trauben. Oder bei konventionellen Bananen. Oder wobei noch, was habe ich noch ausprobiert? Äpfel. Ich habe eigentlich ganz viel ausprobiert von konventionellen. Da habe ich wirklich gemerkt, dass ich am nächsten Tag adrige rote Augen bekommen habe. Und es mir den ganzen Tag nicht gut ging. Ich müde war, Kopfschmerzen leichter hatte. Und bei den konventionellen Obst zu den Clean 15 gehörend, habe ich diese Symptome nicht bekommen. Und das habe ich auch mehrmals wiederholt, den Versuch, jeweils mit Dirty Dozen und Clean 15 Obst. Und es ist immer dasselbe bei rausgekommen. Deswegen vertraue ich dem da jetzt auch noch so ein bisschen, sage ich mal. Gut, dann gebe ich mal kurz hier die Liste ein, die ich natürlich verlinken werde. Und vielleicht blende ich das auch hier ein. So, ich lese das dann mal kurz vor. Zu den Clean 15 gehört zum Beispiel Spargel. Der werde ich mir wahrscheinlich gleich auch welchen holen. Das gebe ich mal kurz jetzt in meiner Einkaufsliste hinzu. In meiner Einkaufsliste lese ich nachher auch noch vor am Ende des Videos. Also Spargel gehört dazu, Avocados gehören dazu, die kann man konventionell kaufen. Kohl, aber Kohlsalat, also jetzt nicht Blumenkohl, Brokkoli und so weiter, schätze ich mal.
Cantaloupe, das ist diese Melone, diese runde Warzenmelone, die so ähnlich aussieht wie Honigmelone, aber ich zähle Honigmelone eigentlich auch dazu, weil die schmecken ähnlich, die haben ähnliche oder gleiche Beschaffenheit und wahrscheinlich werden die deswegen auch ähnlich hergestellt. Also Honigmelone habe ich auch öfters schon, also sehr oft schon gegessen und habe ich mit konventioneller keine Probleme. Sweet Corn, also so rohe Maiskolben, aber ja, also erstens kann man rohe Stärke nicht verdauen oder nicht so gut verdauen. Und zweitens ist es konventionell auf die Kalorien bezogen, glaube ich, trotzdem noch zu teuer. Dieses Corn. Und da würde ich auch sowieso immer Bio holen, weil Mais halt mittlerweile in Deutschland auch genmanipuliert verkauft werden darf und noch nicht, ich glaube, noch nicht mal gekennzeichnet werden muss. Totaler Schwachsinn. Eggplant, das ist Aubergine. Kann man auch aber nur gekocht essen, ist roh giftig. Grapefruit, da soll es angeblich auch Süße geben, aber da bin ich noch vorsichtig. Obwohl die wirklich extrem günstig sind, glaube ich. Im Aldi habe ich mal für 14 Cent gesehen. Also aus dem Angebot waren. Richtig krass. Sind auch so dicke Früchte, da muss ich mir. Aber die sind halt extrem bitter und sauer, finde ich. Wo waren die sauer? Ich habe das letzte, glaube ich, vor 15 Jahren eine gegessen. Kiwi, das finde ich sehr gut. Die gibt es nämlich für 19 Cent pro Stück. Das ist, ich glaube sogar auf die Kalorien bezogen, sogar günstiger als Bananen, als Bio-Bananen. Da die esse ich auch regelmäßig Kiwis. Manche davon sind natürlich auch extrem sauer. Sollten halt schon reif sein, dass man die eindrücken kann. Man sollte das ist eigentlich schwierig, wenn man die zu viel eindrücken kann, obwohl die von dem Eindruck noch nicht kaputt gehen und trotzdem noch was trotzdem noch Widerstand haben, dann stinken bei mir schon richtig verfault. Aber wenn ich die nur ein bisschen eindrücken kann, kann es auch sein, dass sie noch überhaupt nicht reif sind. Also da muss man schon irgendwie sensibel werden für die Kiwi. Mangos, die vom Nettomarkt, Supermarkt vertrage ich überhaupt nicht und die schmecken auch total. Boah, die sind so ekelhaft. Ich habe noch nie sowas Ekelhaftes gegessen und so scharf irgendwie. Da bin ich schon sehr skeptisch. Aber die vom Aldi sind eigentlich okay geschmacklich. Aber vom türkischen Laden bevorzuge ich Mangos eigentlich. Pilze? Kann man konventionell kaufen, habe ich auch wirklich kein Problem mit gehabt. Zwiebeln kann man konventionell kaufen. Papayas sind aber trotzdem teuer. Ich glaube 2,50 € oder 3 € oder sogar noch mehr für eine große Papaya. Ananas hatte ich ja erwähnt. Gefrorene Erbsen, ich weiß jetzt nicht, warum da nur gefroren steht. In Dosen dann wahrscheinlich nicht. Und Süßkartoffeln. Und die Dirty Dozens lese ich auch mal kurz vor. Das ist Zucchini. Grünkohl. Collard Greens. Geschnappt. Aha. Ich glaube, das soll einfach heißen, diese ganzen. Nicht dieses Kohlgemüse, was ich vorhin vorgelesen habe, also Cabbage, sondern sowas wie Grünkohl, aber auch vielleicht Rosenkohl und Wirsing und sowas, Paprika, Dirty Dozen, Erdbeeren sind wirklich sehr belastet, das merke ich auch, Spinat, Kartoffeln, da merke ich es am krassesten bisher von allen Lebensmittel überhaupt, also Kartoffeln und Getreide. Die sind wirklich sehr stark belastet. Peaches, Pfirsiche. Da habe ich es auch gemerkt, obwohl ich Pfirsiche richtig geil finde vom Geschmack. Aber leider geht es nicht. Nektarinen. Imported. Hot Peppers, also Chili, Pepperoni. Trauben. Gurken. Cherry-Tomaten, Sellerie und Äpfel. Bei Äpfeln merke ich es auch besonders. Okay, das waren die Dirty Dozens und Clean 15. Werde ich nochmal verlinken, natürlich. Dann Food Combining. Und bei den Früchten gibt es
fünf Kategorien. Drei große Kategorien, das sind einmal die süßen Früchte. Dazu gehören halt Bananen, Datteln, Rosinen zum Beispiel und anderes Trockenobst. Dann gibt es die sauren Früchte. Dazu gehören vielerlei Beeren, Orange, Ananas, Plum, was? Wer ist das nochmal auf Deutsch? Pflaumen, Grapefruit, Erdbeeren gehören auch zum sauren Obst. Werden aber natürlich alle basisch verstoffwechselt. Und dann gibt es noch Sub-Acid Fruits, also nicht ganz so saure Früchte, übersetze ich es mal frei. Zum Beispiel der Apfel oder oh, Trauben, Kiwi, Mango. Oh, Kiwi hatte ich aber mal gelesen, wäre eine Acid Fruit. Cool, dann kann ich das ja doch mit Bananen essen. Aber ich habe meistens nicht so viel Kiwi für ein Monomeal, da müssen schon 30, 35 Kiwis her. Manchmal habe ich dann so 10 übrig oder so und weiß ja nicht, wie ich das kombinieren soll. Papaya gehört auch dazu, Pfirsich und Pier, was war das nochmal? Genau, Birne. Auch Cherries. Jeder weiß, was Cherries ist, Kirsche. Das ist eine Sub-Acid Fruit. Aber ich lese das alles nicht noch weiter vor. Ich verlinke es auch wieder und blende es hier kurz eben ein. Worum es geht, ist, dass süße Früchte mit Sub-Acid Fruits, also mit etwas sauren Früchten, okay kombinierbar sind, zum Beispiel. Mit sauren Früchten eigentlich weniger okay. Das steht hier zwar auch fair, also okay, und meiner Erfahrung nach ist das deutlich schlimmer noch, also in Anführungszeichen schlimmer als Sub-Acid Fruits. Weil die eine andere Enzymzusammensetzung brauchen zum Verdauen. Und ich krieg davon Blähbauch, manche kriegen es aber nicht. Da sollte man auf jeden Fall gucken, wie man das persönlich individuell verträgt. Dann gibt es halt die Gruppe der Wassermelone, nicht Wasser, der Melonen allgemein. Auch die Honigmelone, diese Warzenmelonen, die ich erzählt habe. Und dann gibt es noch neutrale Lebensmittel oder Früchte, was die Avocado ist und Olive, die kann eigentlich mit alles kombiniert werden, außer dass ich sage, dass die halt sehr fettreich sind und Fett würde ich nicht mit Kohlenhydraten kombinieren allgemein. Dann gibt es halt die Vegetables. Da kann man eigentlich nicht nur Grünzeug, sondern alles an Gemüse einordnen, obwohl es natürlich keine klare Definition von Gemüse ist. Das heißt einfach nur alle essbaren Pflanzenteile, damit sind alle Pflanzen Gemüse. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und im Gemüse gibt es auch Obstsorten wieder, nicht Obstsorten, Früchte. Ein Paprika ist halt auch eine Frucht oder ein Kürbis oder eine Gurke. Das ist am Rande. Also Gemüse kann man mit Stärke kombinieren, also mit Brot, Kartoffeln, Reis, Bohnen und so weiter. Kann man sehr gut mit Nüssen kombinieren. Kann man ganz okay mit Obst kombinieren, aber hier steht jetzt nicht so gut mit saurem Obst. Das ist vielleicht wichtig für den einen oder anderen für die Verdauung. Also nicht mit Orange oder. Ja, könnt ihr ja selber nachlesen alles, brauche ich nicht mehr alles vorlesen. Das dauert alles viel zu lange. Ja, und das war eigentlich schon fast das. Nee. Stärke ist schlecht mit Obst allgemein, das ist eigentlich klar. Es verdaut auch viel unterschiedlich schnell. Da sollte man auch mindestens
4 Stunden Abstand halten. Wenn man erst Obst isst und dann stärker, dann braucht man nur eine Stunde Abstand halten, 1 bis 2 Stunden. Da muss man nur warten, bis das Obst aus dem Magen raus ist. Dann verdaut das Obst sowieso schneller. Umgekehrt, wenn man erst Stärke gegessen hat und dann wieder Obst essen will, sollte man mindestens 6 Stunden warten. Aber bei Reis und Getreide allgemein eher 12 Stunden. Also bei Kartoffeln, die verdauen relativ schnell. Da kann man 6 Stunden einhalten, das habe ich heute zum Beispiel gemacht. Das ging ganz gut. Ja, Nüsse sind nicht so gut. Ja, doch, sind okay mit Früchten, aber es ist halt auch wieder sehr fettreich. Deswegen würde ich dann nicht so viel von nehmen oder gar nicht. Stärke und Nüsse ist nicht so gut, sehe ich hier gerade. Ist sowieso wieder Kohlenhydrat und Fett, die gleiche Geschichte. Ja, Wassermelone und Melone allgemein nur für sich selber, weil es auch viel schneller verdaut, wegen hohem Wasseranteil. Ich weiß jetzt nicht, ob man dazu Säfte trinken kann oder Smoothies mit sehr viel Wasser. Das könnte funktionieren, kann man ausprobieren. Ja, das dazu.